Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zur Folge 11 in Satisfactory mit dem Wesley. Hi. 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 Folge 11. Schöne Folgennummer. Sag mal, kann man eigentlich, wenn man hier runterspringt, so, dann nach hinten? Ja, es geht. Natürlich geht das. Cool. Alles gibt. Irre. So, wo waren wir stehen geblieben letztes Mal? Wir hatten Kupfer hier nochmal neu gebaut. Kupferkabel und so müssten wir nochmal neu herstellen hier. Ui, ups. Warte mal, ich gehe mal runter. Das ist sehr komisch hier. Wenn ich hier drin bin, es ruckelt so. Ich stehe, alles gut. So, ich guck mal, was wir als nächstes hier für die. Achso, Podlauncher. Kapsel kehrt zurück in 3 Minuten. Alles klar. Ach ja, steht ja auch da oben. Blöde steht das alles da. Hier, es wurde übrigens geschrieben in den Kommentaren. Weißt du, da hattest du, glaube ich, auch drunter geantwortet mit den 22 Kohlegeneratoren. Ja. Erklär mal. Habe ich noch gar nicht drunter geguckt wieder. Nee, da kam keine Antwort. So. Wie viel sind es denn jetzt? Ein Band mit 60 Kohle die Minute schafft 5. 5 Generatoren. Ja. Und okay. Ein halber, glaube ich, oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall 5. Okay. Also es ist ganz einfach. Der verbraucht alle 5,4 Sekunden ein Kohle. Macht etwas weniger als 12 Kohle die Minute. So. Dann reicht natürlich auch ein Band, das 60 die Minute schafft, auf 5 Kohlegeneratoren. Habe ich mich da jetzt nicht verrechnet, oder? Ja, ich weiß jetzt nicht mehr die Daten von den Kohlegeneratoren. Wir haben doch voll die Rechenprofis auch hier in der Community. Geh jetzt mal dahin, guck mir das an und dann irgendeiner rechnet das bestimmt aus. Und schreibt es in die Kommentare. Und dann wissen wir Bescheid. Ich glaube, ich bin zu blöd dafür, das zu rechnen. So, und meine Taskleiste unten ist schon wieder leer. Warum ist das so? Wieso ist die leer? Ja, weiß ich nicht. Da ist ja eigentlich immer alles gespeichert hier, so Fließbänder und so Zeug. Aber es ist leer. Das heißt, ich muss das jetzt wieder neu reinmachen, indem ich das. Nee. Warte mal, wie ging das nochmal? Auf das Plus drücken, oder? Nee, Quatsch. Auf die Zahl. Ja, genau. 1, 2, dann 3, 4. Machen wir hier 5, 6. Sturmwende. LKW-Station. Lepper. Ja, da können wir auch mal gucken. Da so basteln können. Jetzt gehe ich erst einmal dahin. Jetzt schauen wir uns den Kram erst nochmal an. So, hier sind es wieder neue Beeren. So, wir haben ja jetzt auch 5 Generatoren da dran. Ist so ein Planet. Milestone Exchange concluded. Fixit Freighter Reentry complete. So. Wir haben einen Verbrauch von 5,4. How long does this part take to craft? Pro alle 5,4 Sekunden ein Kohle. Und wir machen 120 Kohle die Minute mit der Maschine. Können aber nur 60 die Minute transportieren, weil mehr können die Fließbänder nicht. So, das heißt, wir haben 60 Kohle die Minute. Und verbrauchen 5,4 die Minute pro Dingen. Das heißt, wir können auf jeden Fall so 11 Stück da dran machen. Oder? Ja. Also sind es 11 Kohlegeneratoren. Und jetzt
jetzt weiß ich auch, wie der Kommentar gemeint ist, weil der hat geschrieben 22 und es sind ja theoretisch 22, wenn wir die 120 Kohle hier wegkriegen würden von dem Förderer. Aber da das Fließband nur 60 schafft und nicht 120, haben wir halt nur 11 Kohlegeneratoren und sonst hätten wir 22. Da war der Kommentar sogar richtig, Wesley. Siehst du? Hä? 5 habe ich gesagt auf 60. Ja, aber es sind 11. Warum 11? Ja, hast du doch gerade dem zugestimmt. Wir haben 60 Kohle die Minute auf dem Fließband, richtig? Und wir brauchen 12 Kohle für einen Kohlegenerator. Nee, wir brauchen 5,4. Alle 5,4 Sekunden braucht er ein Kohle. Genau. Ja. Bin ich jetzt blöd? Hä? Ja. Ja, dann hast du doch recht. Ja. Rechne das mal einer aus jetzt, Mann. Ich habe keine Ahnung. Das ist doch... Ist mir egal. Egal. Macht doch, was ihr wollt, ey. Ja. Hauptsache Strom ist da, der Rest. Wie sieht's aus mit der nächsten Forschung? Ja, das Ding müsste jetzt zurück sein. Da waren ja eben noch 3 Minuten. Ja. So, ich bin auf dem Rückweg. Da oben ist noch so ein komisches leuchtendes Ding, das nehme ich noch mit. Da sind auch noch welche. Du hast gesagt, die brauchen wir, oder? Ja, sammel die mal schön. Ja, ich sammel schön. Bin der Sammler. Noch ein Alien-Panzer? Elektroschnecke. Oh, wir haben es sogar. Ich glaube, ich habe noch einen, ja. Ich habe schon welche gefunden. Wir müssen hier ab und zu mal Sachen scannen. Ja. So. Was forschen wir da als nächstes? Wir sind irgendwie immer oben auf den Bergen, so, ne? Auf den Spitzen. Logistik Mod 2, dann haben wir Förderbänder Stufe 2. Cool. Brauchen wir das denn schon? Ja, so bald. Nicht erstmal irgendwas machen, was wir jetzt unbedingt so brauchen? Da ist sonst nichts Besseres. Richtig. Wir können hier noch verbesserter Nahkampf. Dann kriegen wir jetzt 5 Inventar-Slots mehr. Das ist eigentlich ganz nice. Okay. So, ich habe jetzt 5 grüne Elektroschnecken. Oh, oh, oh. Was ist das? Hast du noch Rotoren oder modulare Rahmen? Mörsersphäre. Irgendeine Sphäre. Ich habe irgendeinen Teil gefunden. Keine Ahnung, was man mit dem machen kann, das weiß ich noch nicht. Was ist mit Motoren? Rotor oder modularer Rahmen. Hast du davon noch was? Okay, Rotoren habe ich jetzt schon. Rahmen brauche ich noch. Nee, habe ich nicht. Negafontiv. Brauchten wir jetzt auch noch Alien-Panzer-Dinger da? Nee, brauchen wir jetzt nicht. Ich hatte noch welche gefunden. Ah, alles klar. Krieg ich noch hier ein paar Nüsse mit und dann... Ich habe mich am Anfang mal beschwert, dass es hiervon so wenig gibt, ne? Mittlerweile bin ich der Meinung, es gibt ganz schön viel davon. Sie haben am Anfang einfach nicht gesehen. Man muss das Auge dafür entwickeln. Dann findet man den Scheiß. Verbesserter Nahkampf. R&D inflated your pocket dimension and have provided an improved Xeno Zapper with increased strength and range. Alles klar. Tschüss. Das dauert jetzt schon immer von lange, 10 Minuten, ne?
Aber warte mal, was machen wir denn jetzt hier eigentlich? Hier haben wir... Hier haben wir zum Beispiel nur ein halbes Bandverbrauch. Wie machen wir die Teile? Können wir eigentlich noch... noch zwei mit dran machen, oder? Können wir jetzt eigentlich schon mehrere Sachen miteinander mischen? Wie meinst du mischen? In den Maschinen? Ne, dafür gibt's an... oder warte mal. Doch, dann ist der schon... ja, Manufaktur. Haben wir das schon? Können wir bauen, ja. Ja, ich baue jetzt erstmal noch, zwei Rohrmaschinen. Und dann machen wir von zwei Rohrmaschinen... Stangen oder Rohre? Bitte? Stangen. Ja, Stangen. Weil Rohre gibt es auch. Haben wir aber noch nicht, oder? Stahlrohre. Und dann machen wir von den zwei neuen Stangenmaschinen diese Schrauben. Kistenboxen. Ja. Nur wo machen wir das hin? Also wir können das hiervon abnehmen, von dem Band hier vorne, weil das ist nur zur Hälfte ausgelastet. Ich weiß nicht, ob wir wirklich die ganze Zeit in der Höhe bauen sollen. So etagenweise. Das ist irgendwie ein bisschen knapp bei Platz. Und man muss die Fließbänder so hochlegen. Weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Oder ob wir einfach nach vorne bauen sollen. Immer weiter nach vorne, nach vorne, nach vorne, weißt du? Wesley, was hast du hier geplant gehabt? Wo mit der du? Betonmaschine. Wo bist du? Hier. Beim Beton. Beton, Beton. Wo bist du? Was ist das denn? Du hast ja eine Schmelzerei an das Beton dran gehangen. Warum? Hä? Quatsch. Warum? Ja, dann muss man. Habe ich das mit Hä? Ja, ein Lager müssen wir dran machen, oder nicht? Ja, ein Lager wollte ich eigentlich. Warte, ich baue mal eins. Wo finde ich denn das Lager? Da. Andersrum. Einmal um 180 Grad drehen. So. Ja. Sieht besser aus. Ah. Ja, schon. So, jetzt müssen wir hier noch zwei Constructor hinbekommen. Wir haben ja noch einen Container da, ne? Eisenbarren. Ja, jetzt wird's eng. Vielleicht mach die hier hinter. Was willst du damit machen? Ja, hier Stahlstangen. Selbe wie hier. Okay, mach mal. Ja, mir fehlen Rohstoffe. Kannst nicht bauen. Mir fehlen... Kabel. Mir fehlen gar keine Kabel. Was fehlt mir denn? Ach, hier diese drei, ja. Wir bräuchten mal so einen Crafting-Tisch hier oben, da muss ich nicht immer runterrennen. Ja, bau die ein. Ja. Das ist nicht viel. Jetzt bin ich schon runtergerannt. Ach ja. Konstruktor, Konstruktor.
Da passen die vielleicht hier. Passen keine zwei daneben, oder? Oder bau weiter hinten. Und dann verbinden wir das eine Band. Hier? Nee, ganz hier hinten. Wo? Alter, zu mir, hinter dir. Da. Hier kriegst du ja noch zwei hin. Wo soll ich die machen? Einfach hier so, oder was? Ja, wie du willst. Müssen wir ja eh nur von da abnehmen. Dann machen wir hier. Und... Ja. Bauen wir hier einen Splitter. Ein Splitter! So. Machen wir nämlich hier noch ein Lager dahinter. Lagercontainer machen wir mal auf 7. Oder wollen wir das mit dem hier verbinden? In den Lagercontainer, oder was? Alles in den einen da rein. Ja, würde auch gehen, ja. Warte, dann baue ich das mal hier anders. Bau da hinten schon mal die zwei. Ja. Und leg das Band dann hier gleich rüber. Ja, mach ich. Fusionator. Fusionator. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Strom. Und da ist sie. Strom, ja. Das Sinn. Haben wir immer noch keine Kettensäge gemacht? Hast du dir immer noch keine Kettensäge gemacht? Wo kriege ich denn jetzt hier Saft her? Die sind ja alle voll hier, die Säcke. So, läuft. So, und jetzt müssen wir... Was machst du jetzt hier? Kettensäge. Achso, das ist hier so ein Ding, ja. Okay. Wollen wir dieses Gestrüpp hier entfernen? Das müsste theoretisch ein volles Band hier rausploppen. So, dann brauchen wir jetzt. Was machst du jetzt? Nix, das war aus Versehen. Melzerei Konstruktor brauchen wir noch. The man has completed its analysis. Mal, jetzt baue ich hier so eine Werkbank hin. Oh, das ist ein bisschen weiter nach vorne. Hier? Damit wir noch von den Stangen was ableiten können, falls wir da noch was brauchen. Weil hier gehen, wir haben jetzt 4 Konstruktor, die Stangen herstellen. Das ist genau ein Band hier. Der haut das Band hier genau voll. Ja, ja. Wie meinst du denn jetzt? Weiter hier hinten. Die, Constructor für Schrauben. Oder wo wollt ihr hin haben? Ja, ja, hätte ich jetzt dahinter gemacht, aber ich habe hier eine Werkbank gemacht, dass man hier kurz Zeug basteln kann. You know. Komm hier nicht hoch, ey. Der Wesley ist jetzt auch hier auf die Kettensäge gekommen. So, warte mal, Constructor können wir auf die 8 machen.
Machen wir ein bisschen Platz dazwischen. 5. Lager. Geht nicht. Den Eisenplatten. So. So. Läuft. Geh mich nah dran, das Gift. Was für Gift? Was von da? Diesem Berg da. Wenn du hier schon an der Seite gehst, kriegst du das schon Bein ab. Geht so gerade. Kann man das irgendwie wegmachen? Ne, keine Ahnung. So, wir kriegen Schrauben, das ist doch schon mal sehr schön. No Power? Warte. Warum haben wir No Power? So, guck dir mal die Schrauben an, wie viel der produziert. Ja, ja, 90 die Minute. Man schafft das also eigentlich nicht. Ne. Sollten wir also bald upgraden. Ja. Sollten wir tun, aber wenn dann in der nächsten Folge, Freunde. Denn wir sind schon am Ende. Gut. So, was wollte ich denn als nächstes? Als nächstes wollten wir das hier machen, ne? Dann brauchen wir Eisenplatten und die. Ja, das haben wir alles da. Alles klar, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und tschüss. Tschüss.